Hallo meine Lieben, ich begrüße ganz herzlich zu diesem Vlog. Ich stehe hier in Patricks Zimmer, also er ist ja noch nicht ganz eingezogen. Wir haben geplant, dass es heute oder beziehungsweise morgen passiert. Ich spiele gerade mit ihm Drehfußball, während ich meinen Kaffee trinke. Ihr hört schon, der Papa ist hier am Werkeln, also der Boden im Vorraum muss noch verfugt werden, das muss heute passieren und dann können die Kinder einziehen. Also ich zeige euch mal kurz, dieser Boden hat noch keine Fuge. Das Problem ist, dass die Masse, mit dem man, also der Fliesenkleber nicht sofort weggeputzt wurde und jetzt der Papa kämpft, den wegzumachen, gell? Ja, das ist nicht so recht. Aber ist noch viel? Nicht viel, aber diese Stelle und diese Stelle. Aber da sind wir zuversichtlich, dass es trotzdem heute passiert. Bringt die weiße Haare. Bringt die weiße Haare, ja. Ja, auf jeden Fall. Papa, dein Kaffee. Ich stelle ihn da auf die Toilette. Ich spiele mit Patrick eine Runde Drehfußball und danach gehe ich einkaufen. So. Kleines Overview. Hä? Voll lame. Patrick, Patrick. Wie gemein. Okay, ich darf nur noch mit den hinteren Spielern und den hinteren. Na, das ist ja wohl lame. Ich kann das. Jo! So, ich bin jetzt einkaufen. Los in den Trubel. Schaut euch mal meinen Einkauf an. Ich habe jetzt ein paar Weihnachtsspielsachen auch noch gekauft für die Luisa und hat das Ganze 200 Euro gekostet. Ich bin heute mit Papas Auto hier und der Kofferraum ist nicht so groß. Ja, geht schon. So meine Lieben, schaut mal, der Papa ist hier schon fertig, hat jetzt schon alles fertig verfugt. Und also hier, also im Badezimmer und im Vorraum. Der einzige Raum, der noch nicht verfugt ist, ist dieser Raum. Wie ihr seht, schaut es hier ziemlich schön aus. Ja, das Problem ist, hier können wir nicht fugen, bevor wir nicht alles mal rausgeholt haben. Aber das machen wir erst nachher, wenn hier soweit eigentlich alles fertig ist. Ja, ist fertig? Ja. Yep. Wir fahren jetzt auf jeden Fall noch mal kurz los und geben Sachen zurück und kaufen noch restliche Sachen für die Kinderzimmer unten, damit die Kinder dieses Wochenende einziehen können und dann sind wir fertig. Und, wahrscheinlich morgen, oder? Können wir das dann machen, dass die Kinder einziehen? Oder was sagst du, Papa? Ich mache heute auch noch, das kenne ich. Da nicht lang. Das Umziehen sicher, die ganzen Sachen, Klamotten runterbringen. Ja, mal schauen. Also auf jeden Fall wäre schon cool. Ich werde euch ein bisschen mitnehmen. Beim Umzug der Kinder ist sicher spannend. So, meine Lieben, wir waren jetzt ganz spontan noch in einem Geschäft, wo wir ein paar Geschenke gefunden haben. Für, ihr wisst schon was. Du darfst das nicht sagen, Geschenke. Ja, Geschenke. Wir haben etwas gefunden für den Weihnachtsmann. Wir haben ihnen eine Inspiration gegeben. Ja, die hat uns darum gebeten, könnt ihr bitte für mich ein paar Geschenke besorgen? Genau, genau. Ich bin hier gerade knapp bei Kasse. Ja, wir haben immer viel mal was gefunden für die Kinder und ich habe euch heute beim Einkaufen was gezeigt, aber ich habe mir im Nachhinein überlegt, ich lasse es auch für euch eine Überraschung sein, was die Kinder zum Weihnachten bekommen. Deswegen werde ich das verpixelt dann beim Schneiden machen. Gute Idee, oder? Ja, so viel dazu.
Es ist schon fast dunkel, wobei es gar nicht so spät. Ich mag es überhaupt nicht, wenn es so schnell dunkel wird. Ich hasse das. Der Tag ist so schnell vergangen. Ja, man hat so ein Gefühl, als wenn der Tag schnell vergangen ist, weil es so schnell dunkel wird. Also es ist nur 4, oder? Ja. Gar nicht so spät eigentlich. Gar nicht so spät, es ist so dunkel. Naja, wir haben jetzt noch ein paar Kleinigkeiten zum Erledigen und dann melden wir uns später. Also Top Secret. Au, jetzt wird mich getreten. Hallo meine Lieben, ich habe gestern nicht mehr weiter gevloggt, deswegen nehme ich euch heute weiter mit. Wir sind unten im Untergeschoss bei den Kindern. Die Kinder ziehen heute ein. Freut ihr euch? Aber zuerst muss nochmal richtig sauber gemacht werden, so restliche Baustellen, Krims, Krams, was hier noch herum gurkt. Das wird jetzt heute beseitigt. Wie ihr seht zum Beispiel hier, Fensterbank is not really nice. Deswegen solche Sachen. Jetzt mach mit. Ja, ich weiß nicht, wie machen wir. Ja, nimm das mit. Der Bade hat es da am Boden gelassen. Dann dieses Papierl kannst du wegschmeißen. Was ist denn das? Wer hat denn das reingeräumt? Oh Gott, hier sind hier Katastrophen. Es muss heute zicki-zacki gehen. Ich hole gleich den Staubsauger. Ich werde gleich hier staubsaugen bei euch. Komm, Mischa, hol du den Staubsauger. Komm, let's go. Und du, Patti, du holst den Staubsauger mit runter, wenn du kommst. Michelle, und du räumst von dem Tisch, von deinem Bett, diese Papierdl und so weg. Na komm, ein bisschen mehr Motivation. Ja, ja, bravo, bravo. Willst du mich verarschen? Der Patrick sollte jetzt ein paar Sachen von oben runterbringen. Willst du mir sagen, dass du jetzt nur einen Lämpchen gehst du damit? Hallo? Wo? Okay, also du brauchst nur diese Mappe, einen Laptop und dieses Pyjama und sonst nichts. Sonst darf ich alles, was in deinem Zimmer ist, wegschmeißen. Alles klar. Alles klar. Luisa, was sagst du dazu? Das ist doch nicht der Ernst, Patti. Geht's, geh bitte rauf und hol weg. Hast du mal schon Michelles Korb gesehen? Der ist randvoll. Ja, na dann, fang an. Glaubst du, es zaubert sich noch? Umziehen ist halt nicht so schön. Da schauen wir uns mal Michelles Korb im Unterschied drauf an. Also die Michelle hat schon wesentlich ordentlicher hier zusammengepackt. So. Räumst du das jetzt ein? Ja. Okay. Ich mach mal den Tisch sauber, also leer. Ein Papierkorb, Michelle gehört dir und der andere dein Bruder. Das ist deine Nachttischlampe, die kannst du eigentlich auch schon, die kannst du eigentlich schon rübergeben. Gib ja, ich gebe einen Patrick. Genau. Du musst das abmachen. Hast du eine Schere da? Papa, hier ist eine Schere. Jetzt aber nicht meine Buchstaben. Ich will nur das Licht anschalten. Nein! Wir haben ja. Luisa, nein, nicht da reingeben! Luisa, nein! Bringst du das dem Patrick? Ma, die ganze Familie hilft mit beim Umzug. Super! Super! So, die Bettwäsche, Patrick, die müssen wir wegräumen in den Schrank zu dir. Das sind die Dekosachen, das sind noch Sachen vom Papa. Muss ich den Papa fragen, wo das hinkommt. Wo möchtest du eigentlich dein Star Wars Bild hinhaben? Oh, danke für diese Definition. So, wir überlegen jetzt, wo wir die Switch ranmachen. Weil das braucht doch sowas. Den, ja. Ja, also dann machen wir es auf diese Seite. Ja, es ist sowieso die richtige Seite. Ja. Bei hier. So. Der Fernseher ist ja nicht so ganz mittig. Was soll man da das Einhorn geben und dort die Kakteen? So geht das nicht. So. Dann hier so ein bisschen die Switch hergezogen. Den Fernseher so ein bisschen. Ja. Und hier die Kakteen heißt das. So. Nicht Kakteen. Ups, ja. So, oder? Das ist schön, oder? Die kleinen Geschwister nerven gerade die Michelle, oder Michelle? Mhm. Mann! So, was macht sie? Die wollen alle so einen Neonring, oder? Nein. Oh Mann, die Michelle macht euch das. Komm, Michelle, mach mal. Nein. Oh Mann. Mann. Ja, nein. Oh mein Gott. Geht das, Lara? Ja.
Der muss aber in Dunkeln gehen, oder? Damit du siehst, ob der leuchtet. Nein, er leuchtet. Das sieht man aber auch nicht. Okay. Wo soll ich meins geben? Geh mal in den Dunkeln. Hey. Hey. Ich gebe es gleich. Nein. Na Wie wär's, wenn ihr zwei Kleinen was spielt, hä? Ja, das wäre so schön. Ich will haben mein Freundin. Nimm das, Luisa. Ja. Damit Michelle, das bitte in die Elektrobox. Ja. So, die Michelle hat sich super eingerichtet. Ich zeig's euch mal. Schaut mal. Hier hat sie gesagt, ist die Zocker- und Elektronik-Lade. Ich kann alles dunkel machen. Jetzt soll ich alles dunkel machen? Ja, wenn ich kurz meinen Ring aufschlagen will. Geh in den Schrank von der Michelle. Und mach die Tür zu. Geh in den Kleiderschrank von der Michelle. Ring halt hier rein. Wow! Ich mach meine Zahnspange und meine Ringe kommen hier rein. Ja. Und das ist mein Buch. Die Kleinen wollen auch, weil sie mag. Der Patrick ist auch richtig brav am Einräumen. Schaut euch mal an. Hier. Wow. Richtig, Patrick, ich dich angepisst. Mama, du nervst. Ich muss lernen, hab mal einen Test. Patrick. Hi. Was macht ihr zwei? Oh, meine Kleine. Soll ich zumachen? Tschüss. Kommen wir mal zum Patrick. Kann jemand das anstecken? Also ich, meinst du, oder? Meinst du mich? Ich kann nicht auch eine Videokarte anstecken. Was, das steckst du deine VR an? Muss ich, also funktioniert deine Technik nicht. Achso. So, beim Patrick, dabei hat sich alles runtergebracht. Sein Fernseher, seine Playstation, seine wichtigsten Sachen, ne? Und da frage ich mich, wo ich noch diese Deko-Sachen hingeben soll. Mal schauen. Jetzt wissen wir, was ich nicht zu Weihnachten wünsche. Mal sehen. Schön. Ja? Grandios. Welches Bett? Schaut euch mal an, was der Patrick hier alles für Zeug noch herumliegen hat. Okay, ob hier wohl Chaos ist? Das ist ganz besonders wunderschön. Also das ist so richtig nice. Und unter dem Bett wollen wir gar nicht mal schauen, oder? Was ist eigentlich mit den Sachen, die unter dem Bett sind, Patrick? Das ist so furchtbar beim Patrick. Der hat zu viele Sachen. Schön, wunderschön. Was? Ja. So, meine Lieben, das fertige oder die fertigen Kinderzimmer bekommt ihr dann in der Kinderzimmer-Roomtour zu sehen. Da zeigen wir euch alles fix und fertig. Wir sind jetzt aktuell am Essen, aber Mama hat uns was Leckeres zum Abendessen gemacht von HelloFresh. Wie heißt das? Das. Iskender, türkisches Gericht mit Hack und es schaut auf jeden Fall super yummy aus. Boah, macht es ja mit Liebe zum Detail, ne? Wer? Sous-Chef. Sous-Chef Diamanta. Susi. Ja, und ich werde mich jetzt aber auch vom Vlog verabschieden. So, Fokus. Joghurt drauf, bitte. Ja, ich verabschiede vom Vlog. Vielen Dank fürs Zuschauen, meine Lieben. Wir sehen uns beim nächsten Video. Joghurt drauf, bitte.